Berufe mit Zukunft liefert die Fachschule in Kleinramming. Wer hier als Absolvent gleich in den Berufsalltag einsteigen will, dem stehen in vielen Bereichen wie der Landwirtschaft, in Handelsbetrieben, im Tourismus und sozialen Institutionen sowie Kindergärten viele Möglichkeiten offen. Den Weg dorthin ebnen die vielen Ausbildungsschwerpunkte. Bei uns können die Schülerinnen und Schüler nach dem ersten Jahrgang zwischen 6 Ausbildungsschwerpunkte wählen. Es sind dies das Ecodesign, soziale Ausbildungsschwerpunkt, ökologische Gartengestaltung, Tourismusmanagement, Ernährungs- und Gesundheitsmanagement und das Betriebs- und Haushaltsmanagement. Es ist so, wir haben dann im zweiten und dritten Jahrgang jeweils eine 6-wöchige Fremdpraxis. Wir haben 18 Stunden zum Beispiel allgemeinbildende Gegenstände wie Englisch, Mathematik, EDV und 18 Stunden Wärme im jeweiligen Ausbildungsschwerpunkt werden die Schüler unterrichtet. Das ist eine sehr fundierte, spezielle Ausbildung. Wir haben auch noch Zusatzausbildungen wie den Dekorateur im Ecodesign, den Ketterer, die Wirtschaftsassistentin und wir haben natürlich dann auch sehr viele Anrechnungen. Aber was ganz wichtig ist, neben der fachlichen Bildung kommt auch die bei uns in der Fachschule Kleinramming, die Persönlichkeitsbildung und die soziale Kompetenz wird irrsinnig groß geschrieben. Da legen wir sehr, sehr großes Augenmerk drauf und darum glaube ich, das ist auch einer der Gründe, warum dass die Fachschule Kleinramming immer so gut besucht ist. Es ist Schule zum Angreifen, nicht nur für die Besucher beim Tag der offenen Tür. Es sind die Schüler der Fachschule, die hier übers Schuljahr hinweg praxisorientiert in die Berufswelt hineinschnuppern können. Heuer war für uns dritten Klassen ein großes Projekt die Juniorfirmen, wo im November die Eröffnungsfeier war. Und da gründen wir einfach unsere eigene Firma, ausbildungsschwerpunktweise, und erstellen da eigene Produkte. Zum Beispiel, wir haben das Jahr, unser Name ist Biesa, und haben Körperpflegeprodukte hergestellt auf natürlicher Basis. Wir verkaufen Duschgels in 2 verschiedenen Düften, ein Raumspray, eine Kräutermaske und eine Körpersahne und dann Lippenbalsam. Vom Ausbildungsschwerpunkt Gesundheit und soziale Berufe mit theoretischer Lehrabschlussprüfung geht es über zum Betriebs- und Haushaltsmanagement. In unserem Ausbildungsschwerpunkt ist der Themenbereich quasi Gastronomie, Büro und Kindergarten. In unserem Bereich quasi schnuppert man in viele verschiedene Berufe ein, dadurch, dass unser Themenbereich ziemlich groß ist und vielfältig. Dadurch haben wir auch sehr viele Praxiserfahrungen. Ich habe das Praktikum in einer Rezeption gemacht in einem Kinderhotel und das hat mir sehr gut gefallen und dadurch habe ich halt dann auch gewusst, dass ich das machen möchte später. Die Fachschule Kleinramming zeichnet aber noch viel mehr aus als nur eine berufsbildende Schule. Das große Bildungsziel unserer Schule ist ganz bestimmt die soziale Kompetenz und die Persönlichkeitsentwicklung. Uns ist ganz wichtig, dass wir die Schüler für ihre Berufsfindung vorbereiten, dass sie gerüstet darauf sind, was ist Konfliktlösung, Konfliktbewältigung. Wir haben auch im Zuge dessen einen ganz neuen Unterrichtsgegenstand, SOKO Kleinramming, entwickelt. Da geht es eben um soziale Kompetenz, da wird es unterrichtet und auch gelebt. Und auch im Zuge von der Schulautonomie haben wir 3 weitere Unterrichtsgegenstände gestaltet. Mode und Lifestyle, neue Medien und Veranstaltungsmanagement. Wir versuchen eben auch die Stärken zu fördern unserer Schüler und da bieten wir eben seit heuer den ganz neuen Persönlichkeits- und Stärkencheck an. Das funktioniert einfach so, dass die Schülerinnen auf unserer Homepage oder auf dem direkten Weblink www.calorie.at ihre Stärken erforschen können und somit herausfinden können, in welchen unserer 6 Ausbildungsschwerpunkte sie am besten passen würden. Also jeder, der seine Stärken ausprobieren möchte, schaut einfach auf unsere Homepage und kann da eben herausfinden, welches Modul, welcher Ausbildungsschwerpunkt für Sie oder ihn passt. Das zeichnet die Fachschule Kleinramming aus, dass wir eine Lebens- und Erlebnisschule sind, dass wir sehr viel praktischen Unterricht haben und dass wir eine sehr familiäre Schule sind, wo die Schüler eben keine Nummer sind. Wir sind eher eine kleinere Schule und die Schüler wissen, sie können mit all ihren Sorgen, mit all ihren Problemen auch jederzeit zu uns kommen und werden auch im Lernen überall unterstützt, wo sie Hilfe brauchen. In der Schulküche wird gemeinsam der Kochlöffel für ein saisonales Kochen mit regionalen Lebensmitteln geschwungen. Es ist Teil des Ausbildungsschwerpunktes Ernährungs- und Gesundheitsmanagement. Also wir haben heute das Thema Wintergemüse aufgegriffen und
Man glaubt es ja kaum, welche große Vielfalt es eigentlich gibt. Und wenn man sich dann vielleicht kurz den Gemüsekorb sich anschaut, eine riesengroße Vielfalt von einem Biohof hier in der Nähe von der Frau, von der Gabi Wild Obermeier. Und wir haben das heute so verarbeitet, dass wir eine Suppe damit verarbeiten und eine Gemüseterrine, also eine kalte Vorspeise. Zum Schluss noch herrlich abgeschmeckt und kreativ am Teller angerichtet, denn das Auge ist ja mit. Hier jedoch schmecken nicht alleine nur die zubereiteten Speisen besonders gut. Ja, als erstes schätze ich mal das Personal, das da herinnen tätig ist. Also das ist ein außergewöhnliches Engagement, das man da spürt. Deshalb ist die Schule, glaube ich, auch so erfolgreich. Also es ist ja im Bezirk Steierland in der Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Das ist natürlich eine ganz wichtige Einrichtung. Erst einmal als Bildungseinrichtung an und für sich. Und zweitens natürlich hat sich die Schule eine entsprechende Qualität erarbeitet. Die Frau Direktorin und die Mitarbeiterinnen, die Lehrerinnen und Lehrer. Und daher ist es wirklich eine ganz tolle Bildungseinrichtung im Laufe dieser Jahre geworden. Und wir sind sehr froh in der Region, dass wir sie haben, weil es wirklich eine sehr praxisorientierte Bildungseinrichtung ist. Und man sieht, dass viele junge Menschen gerne hierher kommen. Und das ist also ein gutes Zeichen. Und wir freuen uns natürlich, diese Einrichtung zu haben. Die Fachschule Kleinraming ist ein Unikat. Sie hat sich sensationell entwickelt, war schon immer ein Magnet für viele Schülerinnen über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus. Und durch die Besonderheiten auch der Ausbildungsschwerpunkte und dass man einen Beruf abschließen kann, ist die Schule, hat dadurch einen ganz besonderen Stellenwert und ist deswegen ganz besonders wichtig. Das ist immer beeindruckend zu sehen, was da angeboten wird, was da geleistet wird. Und das macht die Frau Direktor Wörfel, macht es vorbildlich, dass sie immer auch immer den Kontakt zur Wirtschaft sucht und hält und auch die regionalen Firmen einbindet, weil eine Schule isoliert, die isoliert arbeitet, macht sicher nicht die gute Ausbildung, die dann in der Wirtschaft gebraucht wird. Und da wird ein großes Augenmerk drauf gelegt und auch die ganzen Geschichten mit Junior Companies. Da wird so viel wirtschaftliches Grundwissen vermittelt, das finde ich ganz toll. Falls witterungsbedingt der Besuch des Tags der offenen Tür in der Fachschule Kleinraming nicht möglich war, dann schauen Sie doch im Zuge eines Informationstages mit vorheriger telefonischer Absprache mit Direktorin Sigrid Wörfel unter 07252 307 39 19 vorbei.